So, und jetzt haben wir ein paar Inhalte abgearbeitet, aber wir wollen hier mal ein etwas anderes Format wagen. Deshalb kommen wir jetzt zu folgendem Quiz. Und zwar heißt das D-E-L-L-Q-B-D-J-K-U-J-S-I-W-U-B-S. Oder auch das einmalige Leipzig-Live-Quiz, bei dem Julia Knöppner und Jens Spahn ihr Wissen unter Beweis stellen. Ach, du Scheiße. Ja klar, gerne zu mir. Das hat mir keiner gesagt. Klar. Ich hab schon Alkohol. Das ist gut. Das ist gut. Hier zwei Buzzer. Ihr könnt beide mal einen Buzzer-Test machen. Geht's dir gut? Einmal, ja? testen. Achso. Ich hab so einen auf dem Schreibtisch. Was passiert da? Der rote Knopf ist beim Gesundheitsminister nicht ganz so schlimm wie bei anderen Ministern. Nee, der sagt dann Bullshit. Ah, okay. Sehr gut. Also die Regeln sind ganz einfach. Wir haben 8 Fragen. Zu was? Ich zu Rebsorten. Zu allem. Also. Eine Frage, die in die Richtung ist auch dabei. 8 Fragen und es gilt natürlich, so schnell wie möglich zu sein, aber auch richtig zu antworten, denn buzzert jemand, gibt innerhalb von 5 Sekunden keine Antwort oder eine falsche, kriegt der Gegner einen Punkt und der Gegner hat nochmal die Chance. Wir sind keine Gegner. Nein. Nein, nein. Einmal die Mikros bitte. Nehmt ihr die Mikros kurz? Ja. Genau. Seid ihr bereit? 8 Fragen? Ja. Okay, ich stelle mich mal ein bisschen weg. Damit erst reden oder erst buzzern? Erst buzzern natürlich. Ja, weil du stehst schon. Ja, ich bin bereit. Ja, ready sein. Okay. Ich geht bin auch quasi in Schnelligkeit. Echtzeit. Oh, also. Meine Stimme. Nun fast 30 Jahre nach Neugründung des Freistaates Sachsen fanden kürzlich die 7. Wahlen zum Sächsischen Landtag statt. Am 1. September 2019 fanden aber nicht nur hier Wahlen statt, sondern auch in Brandenburg. Hier in Sachsen gelang der CDU ein stattliches Ergebnis. Applaus. Doch wie viel Prozent hat die CDU genau bekommen? 32. Anfang 30, weiß ich ja, noch. Ja, weiß ich auch irgendwas an 30. 32? Okay. Ich sag mal einfach 31,5. Du hast ein Zeichen gekriegt gerade. Nein. Irgendwie 30. Ah, zwei von drei Stellen sind richtig. Achso, ich darf ja gar nicht sagen. Julia, weißt du es? Also es gibt schon mal einen Punkt auf jeden Fall für Julia. Applaus. Warum, weiß ich zwar nicht, aber gut. Weißt du, 30%? Ich weiß es echt nicht mehr genau. 31, es waren 32,5. 32,5, okay, passt. Fast, aber 31,5 war gut. Also, aber ich sag nochmal, es muss nicht aber besser, sein. Ich habe mich geirrt und Michael hat ein Prozent mehr als andersrum, würde ich sagen. Ja, genau. Besser so. Also, kommen wir zur zweiten Frage. Vielleicht ist die etwas einfacher. Es muss doch schneller mit Google gehen, komm. Bei den Wahlen war, wie üblich, ja auch das Interesse der Medien ziemlich groß. Wie wir hier im Studio selber haben erleben dürfen, ist das Aufbauen ein ganzes Stück Arbeit. Viele, viele Kabel wurden hier verlegt. Und nun, um eine Übertragung erst möglich zu machen, braucht man Strom, Internet, Kamerakabel, Tonkabel. Und das ist jetzt eine Schätzfrage. Ihr nehmt jetzt beide mal diese beiden Zettel mit dem Stift. Wie viel Kilometer Kabel wurden hier auf dem Bundesparteitag verlegt? Am besten so, dass der andere nicht reingucken kann. Kupfer oder Glasfaser? Alles zusammen, alles. Aber hier beim Bundesparteitag der CDU wird nur Glasfaser. Unterirdisch oder überirdisch? Das meiste überirdisch, würde ich sagen. Für alle. Für den Bundesparteitag. In Kilometern bitte. Ich nehme es schon mal. Ich bin bescheiden. Jetzt. Du hast 160. Ich hab also, Jens sagt 1100 Kilometer. Das wäre quasi einmal quer durch Deutschland, einmal von Greifswald bis nach Freiburg runter. Und Julia sagt 23. So. Wir haben mal nachgeguckt auf dem Instagram-Account der CDU Deutschlands. Und es waren nur, wir machen ja viel mit Funk, wir sind ja modern, wir brauchen eigentlich keine Kabel mehr, es waren nur 13 Kilometer. Oh! Damit 2-1. Zu 0, oder? Nee, die Antwort, die zweite war ja auch falsch, die 30.
Ach so. Da muss man aufpassen. Kriege ich dann einen abgezogen? Nee, dann kriegt jeder Gegner einen Punkt. Also, falls man es nicht weiß, lieber nichts sagen. Ach, das wusste ich nicht. Ja doch, das habe ich gesagt. Das habe ich gesagt, oder? Ja, das, genau. Aber es ist ja noch nichts verloren. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir addieren nachher. Genau, bitte immer das Mikro nehmen, damit auch alle das hören können. Dritte Frage. Und das ist jetzt schon ein passendes Medier vielleicht. Jetzt aufgepasst, ganz genau zuhören. Wir bleiben thematisch in Sachsen und freuen uns, dass auch mit Julia Klöckner, die deutsche Weinkönigin des Jahres 1995, bei uns ist. Auch wenn das Weinanbaugebiet Sachsen eines der kleinsten Weinanbaugebiete Deutschlands ist, so hat Sachsen mit Katja Böhme natürlich auch eine Weinkönigin. Aber damit nicht genug. Hier gibt es auch eine Waldkönigin. Und diese heißt Gina Maria Jakob. Daneben gibt es noch eine Katrin Petermann. Sie ist Apfelkönigin. Und natürlich gibt es auch eine Miss Sachsen, Anastasia Axer. Aber was mir im Kopf geblieben ist, ist die Waldkönigin. Wie hieß sie noch gleich? Das ist zu spät jetzt. Wir nehmen auch den Vornamen. Wir nehmen auch den Vornamen. Anastasia war die zweite. Ja. Erst drücken, dann Basan. Aber, ja, aber nur, wenn ihr es wisst. Wir überlegen erst, ob wir drücken. Nur, wenn ihr wisst. Ich weiß es nicht, mal ganz ehrlich. Ich habe nicht zugehört. Julia? Nee. Ina? Nee. Julia, Ina, nee. Gina Maria. Gina! Gina Maria oder so. Gina? Mit etwas Hilfe, aber wir sind ja hier ein Team. Ist richtig. Gina Maria. Der König der Königin. Damit bleibt es ausgeglichen, 2-2. Und wir kommen zur vierten Frage. In Sachsen liegt ja auch Leipzig. So viel, so gut. Die Stadt, die uns diese Woche für den Bundesparteitag beherbergt. Vielen Dank nochmal an die Gastfreundschaft hier. Bereits Goethe erkannte, welche Magie in dieser Stadt herrscht. Wie auch viele andere verkehrte er gern in dem wohlbekannten Weinlokal der Stadt. Auerbachs Keller. Wie auch viele andere verkehrte er gern in dem wohlbekanntesten Weinlokal der Stadt, Auerbachs Keller. Inspiriert. Damit schon mal ein Punkt für Jens. Du darfst die Frage zu Ende hören jetzt. Das ist das Glück. Aber ich finde, das war schon mal gut. Oh, das war doch schon nicht schlecht. Inspiriert durch den Gewölbekeller hat es der Stadt ein bleibendes Denkmal gesetzt. Doch Leipzig hin oder her, wie heißt eigentlich der Teufel aus Goethes Faust? Mephisto. Und damit wieder ausgeglichen, 3-3. Also, warte mal, du hast doch gesagt, ich bin jetzt dran, weil sie schon falsch hatte. Nein, ja. Alles gut. Ja, aber da kommt der Ehrgeiz raus. Am späten Abend nochmal. Aber ich. Fünfte Frage. Auerbachs Keller ist sicher eine. Fragen wir eigentlich nachher hier nochmal rund? Nee, so. Ihr seid hier die Profis, ach so. Ist doch klar. Auerbachs Keller ist sicher eine der Sehenswürdigkeiten hier in der Stadt. Aber es gibt auch noch viele andere Sachen zu sehen, unter anderem eines der höchsten Gerichte Deutschlands. Gericht oder Gerüchte? Welches ist das wohl, werden wir uns fragen. Ja, nicht nur das Bundesverwaltungsgericht ist hier, sondern auch der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes. Und seit neuestem gibt es nun auch eine obere Bundesbehörde, die hier in Leipzig angesiedelt ist. Welche ist das? Tipp: Sie ist seit dem 1.10.2018 hier angesiedelt und wird am 1.1.2021 ihre Tätigkeit aufnehmen. Lass mal nachdenken. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Der passende Ressortchef dazu ist Bayer und heißt Andi Scheuer. Die Autobahnstrukturgesellschaft. Jens hat gedrückt, das Fernstraßenbundesamt, das lassen wir mal gelten, würde ich sagen. Ja, weitestgehend. Aber immerhin noch im Hinterkopf gewesen. Ja, ich hab mich da kommen wir gleich zu. Aus Leipzig, sechste Frage, Achtung, wieder konzentrieren. Aus Leipzig nun 200 Kilometer nach Norden, nach Berlin. Dort scheinen sich die Minister dieser Legislaturperiode mit schillernden Titeln ihrer Gesetze zu überbieten. Das starke Familiengesetz, das gute Kita-Gesetz, als wäre es auf den Punkt gekommen. Oder das faire Kassenwahlgesetz aus dem Gesundheitsministerium. Auch da gibt es schöne Namen. Aus selbigem Hause
stammt allerdings auch das Gesetz mit sperrigem Namen, so das Versichertenentlastungsgesetz. Wie viele Buchstaben hat das Wort Versicherungsentlastungsgesetz? Warte mal. Warte, ich schreibe, du zählst. Ich zähle, genau. Es ist aber das Versichertenentlastungsgesetz. Ja, das wurde mir eben auch gesagt. Wir lassen beide Antworten nehmen. Ich habe nämlich gerade noch mal schnell nachgezählt, wie viel es anders wäre. Also hat jemand gedrückt? Es drücken gleichzeitig, wir haben ja zusammen gearbeitet. 27 waren es, ne? Ganz gut gesagt. Du hast jetzt Versicherung. Das ist ein R. Ah, das ist ein R. Ah, ja, da fehlt ein R. 29. Zwei Minister müssen zweimal zählen, damit sie genug Buchstaben haben. Das ist die richtige Antwort. Das machen wir mit dem Bundeshaushalt auch so. Das mit dem Punktezählen wird so aber immer schwieriger. Also das ist, ich sehe schon, wir kommen, glaube ich, hier am Ende auf ein Unentschieden raus. Aber vielleicht wird es ja jetzt bei Frage Nummer 7 der vorletzten Frage nochmal spannend. Bis jetzt habt ihr euch nicht blamiert, das muss man sagen. Oder großen Applaus nochmal bitte. Aber jetzt wieder Konzentration. Frage Nummer 7. Und nun zu einem anderen Namen, der seit einigen Jahren in aller Munde ist. Letztes Jahr als Dritter die Bundesliga-Saison beendet, spielte der heimische Verein hier nun in der Champions League und ist Zweiter in der Tabelle. Mit einigen Punkten Abstand zum Tabellenführer Mönchengladbach. Allerdings... Kann mir da jemand helfen? Jetzt warte doch mal. 4 Punkte. Doch wofür steht das RB bei RB Leipzig? Ist es Red Bull immer noch? Nein. Nein. Radfall. Die Fußball. Nee, weißt du, ich bin immer zur Jung Union gegangen und mein Bruder ist immer zum Fußball gegangen. Also es ist irgendwie bei mir halt nichts übergekommen von diesem Fußballzeug. Ich kann es nicht. Rasenball. Ach, Red Bull war Salzburg. Nee, wo war das? Ja, Salzburg. Rasenballsport ist richtig. Mit etwas Hilfe. Das ist aber echt so. Mein Bruder hat all die Fußballgene abgekriegt und ich habe halt diese. Ja, aber eine Fußballfrage muss immer sein. Nee, das so, war die einzige, gut, keine Angst. Gut. Wir kommen zur letzten Frage. Ich hab übrigens aufgehört zu zählen, hier arbeitet man einfach viel zu gut zusammen hier im Kabinett. Aber Frage Nummer 8 und jetzt möchte ich hier nochmal ein bisschen Wettkampf sehen, okay? Der letzte Punkt, Konzentration, Frage Nummer 8. Mit unserer letzten Frage ändert unsere kleine Deutschland-Tournee weder in der Mitte noch im Osten Deutschlands, sondern im Norden. Dort gibt es neben Hamburg ja auch noch einen weiteren Stadtstaat, die Freie Hansestadt Bremen. Applaus von den Bremern, vielen Dank. Ihr Wahrzeichen sind ja bekanntermaßen die Bremer Stadtmusikanten, bestehend aus Hund, Hahn, Katze und Esel. Sag mal, beides richtig, ja. Ich würde sagen, einfach großartigen Applaus für die beiden. Für ihn auch. Also, ich meine, wenn die Frage vorhin war, was die Junge Union für den Bundesparteitag bringt, dann doch auf jeden Fall dieses Format. Ich glaube, wir sind super, die einzige Partei, die sowas hat, oder? JU live vom Parteitag. Dankeschön dafür an den Moderator. Danke, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt. Wir haben vorhin die Anfrage bekommen von einem eurer Mitarbeiter, ich sage jetzt nicht von wem, ob man denn nicht die Fragen schon mal vorher haben könnte. Gute Mitarbeiter. Da habe ich mir gedacht. Die Tage hatte ich eine Schulklasse zu Besuch, die nicht aus meinem Wahlkreis war. Und sie sagte zu mir, sie müssten sonst immer, wenn sie zum Abgeordneten gehen, die Fragen vorher schicken. Ja. Wenn Sie als Schulklasse den Abgeordneten besuchen, die Fragen vorher. Ich sage jetzt nicht, wer der Kollege war, aber ich fand das schon ein interessantes Verfahren. Also ich kann schwören, hier hat keiner vorher die Fragen bekommen. Oder? Die sind exklusiv hier ausgedacht worden. Und nochmal, bitte einen ganz, ganz herzlichen Applaus für Julia Klöckner und Jens Spahn. Und für dich natürlich auch. Genau.